Guten Abend, im Namen der halkyonischen A-Assoziation für radikale Philosophie. Mein Name ist Paul Stephan und ich bin heute der Moderator mal wieder. Ihr könnt wie gewohnt eure Fragen und Kommentare in den Chat schreiben und ich werde sie dann an Professor Schönermann quasi weiterreichen. Genau, wir, er hatten ja, ich jetzt quasi, weil Hans Martin Schönermann 2 Wochen im Urlaub gewesen ist, hatten wir ja eigentlich jetzt quasi zwei Gastvorträge geplant gehabt, den einen zu La Tour habe ich ja selbst vor 2 Wochen hier gehalten. Da werde ich auf jeden Fall auch noch die schriftliche Version in den, sage ich mal, nächsten Wochen auf dem so Hardblock öffentlichen. Aber der Gastvortrag, der ja eigentlich für letzte Woche geplant gewesen ist, der ist eben ausgefallen, weil die Referentin irgendwie krank geworden ist einfach. Aber den wollen wir dann so einfach am 3. August nachholen. Genau, ja, und also viel vielleicht kann dann auch Professor Innermann da bei sein. Es wird sich noch zeigen. Genau. Gut, dann kurz noch ein Hinweis quasi in so eigener Sache. Wir von der Art sind ja ein gemeinnütziger Verein und es ist zu 100% ehrenamtlich tätig, aber genau wie wir brauchen natürlich trotzdem Geld, also zum Beispiel hier für den Zoom A-Account für den
B-Betrieb der Website oder auch für die Druckkosten, also die wir natürlich vorschießen mussten für die Broschüre von Hans Martin Schönermann und da natürlich auch für unsere ganzen anderen Publikationen. Und da ist es so, also wie wir planen Ende Oktober in Leipzig eine große Veranstaltung zu Ernst Bloch, also die auch in dieser Vorlesung mal so aufgetaucht ist. Und dann soll auch dementsprechend die kommende Ausgabe der Artex eben auch Bloch gewidmet sein. Und gerade dafür, also für die diese beiden Sachen, klar, also es wie wir so müssen ja, was weiß ich, Raummiete zahlen, die Fahrtkosten der Referenten hier und so weiter und so fort. Also ihr könnt euch also sicher vorstellen, dass das alles so recht kostspielig ist, wirklich so eine große Veranstaltung vor Ort zu machen und dann natürlich auch die Zeitschrift, also die ja auch gelayoutet werden muss, wo wie wir auch ein ja höheres so Honorar bezahlen, ja und so weiter und so fort. Lange Rede, kurzer Sinn. Also wie wir brauchen jetzt ganz konkret für diese beiden Vorhaben gerade Geld und also quasi brauchen gerade also freuen uns gerade mehr denn je über eure Spenden. Ich schreibe die Daten quasi, also wie ihr uns das Geld zukommen lassen könnt, auch direkt in den Chat. Und keine Ahnung, also wer gerade mal irgendwie 5 Euro auf der hohen Kante hat, also wir sind da wirklich sehr sehr erfreut über jeden Cent. Und klar, also ihr könnt euch ihr könnt uns natürlich auch supporten in dem zum Beispiel diese pro Schüre Kauf BB Spenden, könnt ihr die per Mail an uns oder über unseren Book Looker Shop, aber auch klar jede ja andere Publikation von uns geht natürlich auch, also da bleiben natürlich immer ein paar so Euro für uns hängen, die wir dann eben für unsere kommenden Projekte ausgeben. Gut, okay, das war der Werbeblock. Jetzt will ich aber auch gar keine großen weiteren Worte mehr für verlieren. Wir haben ja ich jetzt in diesem Semester noch drei Vorlesungen vor uns, die glaube ich, wenn ich es recht verstanden habe, so alle mehr oder weniger Motive von D. Ös und Gatte.
ja aufgreifen, also deren Namen ja auch schon mal hier im Kontext der Vorlesungen gefallen ist. Und wir hatten ja vor einer Woche schon auf diesem Kanal ein Einführungsvortrag in die Delös-Galerie von unserem Freund, das sage ich jetzt mal, Anders Kreis. Stelle ich euch auch den Link gleich in den Chat. Also ich könnte mir vorstellen, dass das eine spannende Ergänzung sein könnte zu den Gedanken von Professor Schönermann. Und genau das war soweit auch von mir. Dann bitte, Herr Schönermann, Sie haben das Wort. Jawohl, ich werde erstmal meine Kappe hier oben wieder absetzen, damit ich irgendwie dadurch nicht weiter gehandicapt bin. Ja, also jetzt bin ich jedenfalls nicht mehr, jetzt höre ich nicht mehr, wenn irgendwas wäre im Chat. Ja, herzlich willkommen. Wie Herr Stefan ja schon ankündigte, es geht heute und das nächste Mal. Beim allerletzten Mal wird es noch ein bisschen verschoben sein. Da wird unter anderem der Düsseldorfer Philosoph und Psychoanalytiker Rudolf Heinz eine gewisse Rolle spielen. Aber jetzt und das nächste Mal wird es im Wesentlichen um Gilles Deleuze und Felix Guattari gehen. Also trotzdem ich darüber ja auch schon entweder letztes oder vorletztes Semester geredet habe. Trotzdem nochmal die Lebensdaten. Deleuze ist 1925 geboren und hat 1995 krankheitsbedingt Selbstmord begangen. Und Felix Guattari hatte kein so ein ganz so ein langes Leben, 1930 geboren und 92 gestorben. Guattari war im Wesentlichen also hauptberuflich Psychiater und war auch unter anderem gerade 68 in Paris mit dem Pariser Mai zugange und so weiter. Und Gilles Deleuze, ja, ich würde ihn ja als den bedeutendsten französischen Philosophen des 20. Jahrhunderts bezeichnen. Die haben sich wohl so um 1960, in den 60er Jahren kennengelernt und das wurde dann eben eine sehr produktive Gemeinschaft, die im 1972 eben den Anti-Ödipus, das man könnte sagen, das ist in gewisser Hinsicht das zentrale Hauptwerk. Das ist der Anti-Ödipus und der Untertitel Kapitalismus und Schizophrenie. Der zweite Band wurde dann das Rhizom, auf die gehe ich heute ein, auf die 1000 Plateaus. Der dritte Band sozusagen werde ich nicht eingehen. Die haben aber auch noch weitere Sachen gemeinsam gemacht. Und Felix Guattari war auch sehr engagiert in verschiedenen politischen Aspekten, auch im Hinblick auf die Psychiatrie. Und ja, ich mache jetzt etwas ganz anderes als das, was ich in den letzten, also das letzte Mal, als ich über die beiden geredet habe, gemacht habe, sozusagen neuer Anlauf, neue Präsentation. Mein erster Punkt ist der Ausgangspunkt in gewisser Hinsicht. Das Zusammenspiel von Wunsch und Produktion habe ich es überschrieben. Und da habe ich ein kurzes Zitat, das will ich jetzt einfach nur vorlesen und nicht einblenden. Eine wahrhaft materialistische Psychiatrie definiert sich Kraft einer doppelten Operation, indem sie den Wunsch in den Mechanismus und die Produktion in den Wunsch einführt. Also sozusagen der Wunsch wird in gewisser Hinsicht als Produktion verstanden. Das ist ein Zusammenspiel zwischen, ich sage jetzt durchaus marxistischen Ansätzen, bei denen ja die Produktion, die ökonomische Produktion eine zentrale Rolle spielt.
Und ja, auf der anderen Seite der ja, Psychoanalyse ist jetzt nicht so einfach, das so zu benennen. Denn Deleuze-Guattari haben eben der Psychoanalyse die Schizoanalyse entgegengestellt. Sie sind Kritiker der Ödipalisierung durch die Psychoanalyse. Deswegen heißt das Buch ja auch Anti-Ödipus, und der Untertitel eben Kapitalismus und Schizophrenie. Sie suchen nach einem anderen Ansatz, einem weiteren Ansatz als das, was die Psychoanalyse macht, und sind dezidiert in dieser Hinsicht eben suchen nach einer materialistischen Perspektive, kann man das sagen. Und das sozusagen mal als erste Voraussetzung. Dann komme ich gleich zu meinem zweiten Punkt, Wunsch und imaginiertes Objekt. Da geht es eigentlich im Wesentlichen darum, dass Sie natürlich die Psychoanalyse nicht vollständig ablehnen. Guattari hat bis 1960, da war er 30, lag er bei Lacan auf der Couch. Und er hat also die Lacan'sche Psychoanalyse in Praxis und auch in Theorie rezipiert. Und aber auch sich davon distanziert. Also es ist nicht einfach eine Verlängerung irgendwie, sondern eben es ist eine Umdrehung des gesamten Ansatzes. Aber Sie sagen durchaus, und das blende ich jetzt mal ein, damit Sie das mitlesen können. So, hier sind wir beim Wunsch und imaginiertes Objekt. Wenn tatsächlich der Wunsch Mangel des realen Objekts ist, ne, sozusagen der Wunsch, er wünscht ja etwas, was eben nicht da ist. Ne? Also Mangel des realen Objektes, so liegt seine Realität in einem das fantasierte Objekt erzeugenden Wesen des Mangels. Also der Wunsch er wünscht sich etwas, was nicht da ist, und das heißt eben, das ist genau dieser Mangel. Der solchermaßen als Produktion, aber als Fantasieproduktion begriffene Wunsch ist von der Psychoanalyse vollendet zur Darstellung gebracht worden. Das darf ich hier nur noch mal hier betonen. Also an dieser Stelle schließen Sie direkt erstmal an die Psychoanalyse, auch im Besonderen Lacans an. Und das geht dabei darum, das zielt letztlich darauf, dass, wie es dann hier gegen Schluss heißt, während der Wunsch innerlich ein Imaginäres produziert, das die Realität verdoppelt, gleichsam als ob ein geträumtes Objekt hinter jedem realen Objekt oder eine mentale Produktion hinter der realen Produktion existierte. Wunsch, findet nicht einfach irgendwie im Inneren irgendwo so statt, sondern ist so von Hause aus quasi an die Gesellschaftsmaschinen. Das Wort Maschine ist ein sehr beliebtes Wort in der Schizoanalyse. Also an die Gesellschaftsmaschinen ist der Einzelne quasi angeschlossen und damit auch mit seinen Wünschen, mit seinen Wunschmaschinen. Der Wunsch ist selber etwas, was ständig sozusagen prozessual versucht wird zu erfassen. Das muss man eben auch vor dem Hintergrund sehen, dass dass also sozusagen das, was man da erfasst, nicht etwas ist, was irgendwie in irgendeiner bestimmten Form fixierbar ist, sondern etwas, das ständig in Bewegung ist. Also so das prozessuale Denken. Wir haben nicht einfach etwas, was uns da ist und dann können wir es objektiv betrachten, sondern es ist quasi nur etwas, was in der Bewegung mit vollzogen werden kann.
Und so gibt es sozusagen eine ja, quasi Verdoppelung. Auf der einen Seite haben wir, wie es hier in dem Zitat heißt, das Imaginäre, das die Realität verdoppelt. Und auf der anderen Seite haben wir sozusagen eine mentale Produktion, damit eine mentale Produktion hinter der realen Produktion. Die spielen natürlich engstens zusammen. Es gibt nicht einfach so etwas Getrenntes. Deswegen ist das nun mal der Ausgangspunkt. Der Wunsch als Maschine, ich habe gleich dazu geschrieben, Medizin als Konstruktion des Subjekts. Das ist eben, was ich gerade schon erwähnte. Wünsche produzieren ständig Wünsche, also sie reproduzieren sich ständig. Es ist nicht einfach ein Wunsch, der statisch begriffen werden könnte, sondern er wiederholt sich sozusagen und produziert sich. Und so heißt es denn hier so schön im ersten Satz, so der Wunsch produziert, so der Wunsch produziert, produziert er Wirkliches. Also der Wunsch ist nicht einfach Absurdes irgendwie, eben etwas ja, immer einfach Imaginäres, sondern er ist dadurch quasi selber durchaus etwas Wirkliches. So er Produzent ist, kann er nur einer in und von Wirklichkeit sein. Und das heißt also, der Wunsch ist selbst quasi Teil dieser Realität. Und der Wunsch ist eine Art, wie auch immer, aus dem Unbewussten, wie auch dem Bewussten entstehende Eigenproduktion, wie ich es hier gelb markiert habe. Und sozusagen der Wunsch, der ist, besteht aus Strömen, die die Körper maschinisieren. Und sozusagen diese Struktur bildet sozusagen den inneren Kern dessen, was das Verhältnis zwischen Mensch und Welt bestimmt. Da dem Wunsch fehlt nichts, auch nicht der Gegenstand. Vielmehr ist es das Subjekt, das den Wunsch verfehlt. Oder diesem fehlt ein feststehendes Subjekt. Das ist das Nächste. Sozusagen das Subjekt ist nicht der Herr im eigenen Haus. Das war ja schon die Freudsche Kränkung. Sozusagen der Mensch beherrscht sein Unbewusstes nicht, sondern ist von seinem Unbewussten durchaus getrieben. Und das Problem ist, dass der Wunsch sozusagen vom Subjekt gar nicht einfach bestimmt werden, kontrolliert werden kann. Das Subjekt verfehlt den Wunsch, es ist eher Getriebenes, kann man sagen, von seinen Wünschen. Und es gibt eigentlich dieses feststehende Subjekt nicht, nur mit einer quasi Ausnahme, denn ein solches existiert nur Kraft Repression. Das ist eigentlich der entscheidende Punkt. Das Subjekt ist ein Produkt der äußeren gesellschaftlichen Kräfte, der äußeren Gesellschaftsmaschinen. Und dazu gehört natürlich heute ganz wesentlich die Medizin. Die Medizin konstruiert das Subjekt. Auf jeden Fall mit, nicht alleine, das ist klar, aber es konstruiert dieses Subjekt, wenn man es jetzt gerade vor dem Hintergrund eben der Corona-Politik sich anschaut, dann ist das ja fast erstens eine Art Untertan, eben Repression, es wird durch Repression erzeugt. Und es wird ja auch reduziert quasi auf den Körper, auf das Körperliche. Das Körperliche ist sozusagen eigentlich das, was das Subjekt mehr ausmacht in der medizinischen Perspektive als irgendwie das Subjekt von Immanuel Kant, sozusagen die Autonomie oder so, dergleichen, die durch das Denken kommt. Und der Wunsch und sein Gegenstand sind eins in der Maschine, als Maschine der Maschine. Deswegen sprechen Deleuze-Gattery eben von Wunschmaschinen. Der Mensch besteht im Grunde aus Wunschmaschinen und wird von diesen im Wesentlichen bestimmt, und er als Subjekt
ist nicht Herr dieses Szenarios nur ansatzweise, oder er wird eben angeschlossen an Gesellschaftsmaschinen. Jeder Mensch ist, und wir sind alle irgendwie an alle möglichen Gesellschaftsmaschinen angeschlossen. Und der Wunsch bildet, hier heißt es noch weiter, eine Maschine wie sein Gegenstand, die ihm angekoppelte Maschine, sodass vom Produzieren das Produkt entnommen wird und vom Produzieren zum Produkt sich etwas abtrennt, das dem nomadenhaften Vagabundensubjekt einen Rest zugeschlagen wird, dass dem nomadenhaften Vagabundensubjekt einen Rest zuschlagen wird. Sorry. Das objektive Sein des Wunsches ist das Reale an sich. Damit haben wir sozusagen eine zentrale These von Deleuze Guattari, die Wunschmaschine Mensch ist eigentlich das Reale. Es ist nicht so, dass der Wunsch etwas wäre, was irgendwie irreal wäre, sondern es ist gerade die Realität, die dadurch erzeugt wird. Und die wird natürlich, das kann man eben sagen, die wird natürlich dadurch gelenkt, durch die, wie auch immer, gesellschaftliche Repression, das heißt durch die Anschlüsse an bestimmte Gesellschaftsmaschinen aller möglichen Arten, der Ökonomie, der Medizin, der Politik, der Verwaltung, der Gesellschaft und dergleichen. Und das ist der Ausgangspunkt, kann man sagen, von Deleuze Guattari. Und damit kann man auch hier im Hinblick auf, also die reden im Grunde nicht über, die reden nicht über Medizin, die reden über Psychiatrie. Das ist ja sozusagen Teil der Medizin. Aber es geht jetzt nicht um das, ich versuche das quasi dort hineinzuschreiben in diesen Prozess der Medizinisierung, von dem ich ausgehe. Und da kann man eben sagen, wenn der Wunsch quasi maschinisiert ist, maschinisiert auch angeschlossen an diese Gesellschaftsmaschinen, dann wird das Subjekt von diesen Gesellschaftsmaschinen letztlich repressiv bestimmt. Es ist kein autonomes Subjekt in irgendeiner Form, kantischer Gedanke, es gibt die Autonomie durch die Vernunft, die das Subjekt konstituiert. Nein, das Subjekt ist im Grunde das Ergebnis des Zusammenspiels zwischen Wunschmaschinen und gesellschaftlichen Anschlüssen. Und das, denke ich, das ist eigentlich ein relativ guter Erklärungsansatz, um nicht nur die Prozesse rings um Corona zu verstehen, sondern um überhaupt, wie auch immer, das Verhältnis zwischen Individuum und Gesellschaft zu verstehen. Und also da kann man schon mal sagen, dass das Subjekt wird letztlich dadurch durch Formen der Repression eigentlich erzeugt. Und ich habe in meinen Materialien einige, auch zum Teil längere Platon-Zitate, auf die will ich jetzt hier, die will ich nicht vorlesen, die habe ich eigentlich nur mit reingesetzt, damit Sie sie lesen können. Ich darf an dieser Stelle jedenfalls sagen, wir haben auf der einen Seite eine Vorstellung, dass der Mensch im Grunde aus Wunschmaschinen besteht, die natürlich auch quer zu den gesellschaftlichen Anschlüssen liegen. Das ist genau sozusagen der Punkt, wo Deleuze Guattari eben den Schizo einbringen. Der Schizo ist für Deleuze Guattari nicht einfach der sozusagen Schizophrene, sondern das ist im Grunde die Grundstruktur zwischen Bewusstsein und Unbewusstsein. Und Unbewussten, sagen wir besser, das ist da. Ist eine Form, ja, ich würde durchaus sagen, ist im Grunde eine Form von Anthropologie. Der Mensch ist von Hause aus nicht ein konzentriertes Wesen, sondern der Mensch ist von Hause aus ein zerstreutes Wesen.
Und diese Zerstreuung, das ist eigentlich das Kennzeichen für Deleuze-Guattari, des Schizos oder des Schizo, ja, sagen wir ruhig einfach des Schizos, der schizophrenen Struktur, der Grundstruktur des Bewusstseins. Die ist also nicht irgendwie jetzt per se quasi als Krankheit zu bezeichnen, sondern man könnte sagen, der Mensch wird so, wie wir ihn kennen, verstehen, dadurch erzeugt, dass diese Grundstruktur eigentlich unterdrückt wird. Und der Mensch wird konzentriert auf gewisse Subjektstrukturen hin. Die sind aber eben nicht aus sich selbst heraus, sondern die entstehen durch die Anschlüsse an die Gesellschaft. Damit ist natürlich, dass der Ansatz heißt, dass der Mensch natürlich sehr ganz klar von der Gesellschaft massiv geprägt wird. Und nun, das sagt auch die Psychoanalyse, damit sind sie nicht neu, aber dass dahinter etwas steht, was sich so gar nicht einpassen will in das gängige Selbstverständnis oder Menschenverständnis, in die gängigen Anthropologien, das ist wiederum das Besondere. Und man könnte eben sagen, und deswegen habe ich das hier versucht eine Art Gegensatz, das wird sich ganz zuletzt nochmal deutlich machen in meinem letzten Punkt, dass wir hier einen, ich sage jetzt mal einfach kritischen Diskurs gegenüber den gesellschaftlichen Anschlüssen haben. Und auf der anderen Seite gibt es eben den großen Diskurs, den platonischen Diskurs, der einfach davon ausgeht, dass das Individuum Teil seiner Gesellschaft ist. Und wenn Sie in die Politeia schauen aus dem Jahre 374 vor Christus, dann finden Sie dort die Stelle, finden Sie eben auch in den Materialien, die berühmte Stelle, wo Platon sagt, gerecht ist sozusagen, dass jeder das Seine tut, dass jeder das Seinige tut und dass er sich nicht in das einmischen soll, was nicht das Seinige ist. Und das heißt natürlich, man soll sich anschließen lassen. Genau an der Stelle, wo man sozial steht, Platon hat ja eine Ständegesellschaft als Vorbild und jeder gehört einem Stand an und der soll sich eben der aus dem Ernährerstand, aus dem Bauern- und Handwerkerstand, wer dort lebt, soll sich nicht in die Politik einmischen. Ne? Das ist ganz klar Platons Devise. Und das ist natürlich das Grundprinzip jeder Form von elitärer Herrschaft. Oder eben, wie wir sie zurzeit propagiert finden, der Expertenherrschaft. In die soll man sich nicht einmischen, ne? Denn die Experten wissen Bescheid und man soll sich anschließen lassen. Damit wäre ich wieder bei Deleuze-Guattari. Und das ist das, wie man praktisch Platon aus der anderen Perspektive dann eben interpretieren kann. Wir haben diese Situation, Platon ist unglaublich modern in gewisser Hinsicht. Er hat alles Mögliche antizipiert, bis hin eben zur, sagen wir ruhig, Bildungspolitik, was letztlich realisiert wurde. Aber letztlich heißt das, dass jeder soll das Seinige tun und das wäre gerecht. Das heißt, dass jeder sich sozusagen eben in seiner Situation dementsprechend an die Maschinen anschließen lassen soll und dagegen nicht irgendwie Widerstand leisten oder sich versuchen, dem zu entziehen. Das heißt eben auch nicht in die Politik einmischen. Und das ist sozusagen also quasi einerseits bestätigt, andererseits aber auch quasi der Gegensatz. Und damit komme ich quasi zur eigentlichen Position des Schizos, zur Differenz zwischen der Psychoanalyse und der Schizoanalyse. Das Primat des Ödipus, habe ich das überschrieben. Schizo als Auflösung neurotischer Verdichtung und sein permanenter medialer, politischer, medizinischer Anschluss. Deleuze-Guattari kritisieren Freud durchaus kräftig.
in der Hinsicht, dass er eben quasi die gesamte psychische Struktur ödipal entwirft. Und dass er damit nur im Wesentlichen mit Neurosen zu tun hat und so schwerere psychische Störungen in Anführungszeichen, also einfach sind das ja gar keine Störungen, die werden eher quasi an den Rand gedrängt und mit eben der Paranoia kann der Psychoanalytiker nach Freud im Grunde nichts machen, weil der kein stabiles Ich hat. Mit dem Schizophrenen kann der Psychoanalytiker nach Freud nichts anfangen, weil er dort auf kein stabiles Ich stößt, mit dem er quasi die psychischen Probleme irgendwie in der Psychoanalyse lösen könnte. Und Freud selber, ich werde jetzt das hier mal wieder einblenden. Ups, na, so geht's. Da muss ich hier auf die nächste Seite. Ein berühmter Fall in dieser Hinsicht ist Daniel Paul Schreber, 1842 bis 1911, auf den sich auch Sigmund Freud bezieht, der eine schreckliche Kindheit hatte und daraus hin sozusagen immer wieder in schwere psychische Erkrankungen glitt. Und der aber darüber auch selber geschrieben hat, also eine ganz berühmte Figur. Und nachdrücklich unterstreicht Freud die Bedeutsamkeit dieser disjunktiven Synthesen im spezifischen Wahn Schrebers, wie auch beim Wahn im Allgemeinen. Eine solche Zerlegung ist für die Paranoia recht charakteristisch. Also eine Zerlegung, ich lese es hier erstmal weiter, die Paranoia zerlegt, so wie die Hysterie verdichtet. Oder vielmehr, die Paranoia bringt die in der unbewussten Fantasie vorgenommenen Verdichtungen und Identifizierungen wieder zur Auflösung. Also die Hysterie als eine Form der Neurose, mit der Freud ja quasi seine Studien begonnen hat, Studien über Hysterie, das frühe Werk von Freud und Josef Breuer, von dem man in der Tat viel lernen kann, wie Psychoanalyse damals betrieben wurde, aber auch insgesamt. Die Neurose, ich ersetze das jetzt lieber durch Neurose, das kommt ja auch gleich. Die Neurose sozusagen besteht im Wesentlichen aus Verdichtungen, Metaphorisierungen. Da gibt es natürlich auch in der Traumdeutung die Metonymie, also die Verschiebung, darüber habe ich ja auch schon gesprochen. Und während eben die Paranoia so, also Freud selber, das sind Worte von Freud, die zerlegt, so wie die Hysterie verdichtet oder vielmehr die Paranoia bringt die in der unbewussten Fantasie vorgenommenen Verdichtungen und Identifizierung wieder zur Auflösung. Weshalb aber fügt Freud dem hinzu, dass die hysterische Neurose primär sei und die Disjunktion sich nur durch Projektion eines ursprünglich Verdichteten einstellen. Also für Freud ist sozusagen das Ich im Grunde primär und wird, wenn es, also es hat sozusagen neurotische Störungen, aber diese neurotischen Störungen sind ja solche, die das Ich nicht selbst in Frage stellen. Es beeinträchtigen, aber es nicht eben auflösen. Und also nicht sozusagen von vornherein gibt es für Freud eigentlich dieses Ich, während es umgekehrt für Deleuze Guattari ist eigentlich das Ich disjunktiv, also durch Auflösungen gekennzeichnet, also durch den Schizo in der Form, dass das Ich eben nicht zentriert ist, sondern in gewisser Hinsicht beweglich und nicht konzentriert.
Ohne Zweifel handelt es sich um den Versuch, die Rechte von Ödipus im Gott des Wahns sowie der schizoparanoischen Aufzeichnung fortdauern zu lassen. Das ist jetzt die Kritik. Hier beginnt jetzt, kann man sagen, die Abgrenzung gegenüber Freud. Dass Freud eben quasi als primär die ödipale Struktur in den Vordergrund schiebt. Das ist, das kommt dann gleich, aber das kann ich schon mal sagen, das ist die Einbindung in die Familie. Die Kritik, die Deleuze-Gatterie an Freud quasi formulieren, heißt, er hat das Ich nur familiär konstituiert. Ne? Durch Vater, Mutter und das Kind. Und das ist entweder die Triangulation oder eben auch an anderer Stelle etwas ironisch spricht er von Trinität. Da kommt natürlich sozusagen dieses religiöse Element ein Stück weit mit hinein. Und also Freud versucht zu sagen, eigentlich ist das Ich, also hat eine gewisse Stabilität und ist neurotisch gestört. Und wenn es stärker gestört ist, ist das sozusagen eine spätere Folge. Und da trennen sich eben die Wege von Deleuze, Gattery und Freud. So müssen wir in diesem Zusammenhang die allgemeinste Frage stellen, führt die Aufzeichnung des Wunsches über die Kategorien des Ödipus? Also ist das, was grundsätzlich für Deleuze-Gatterie Wunschproduktion ist, immer quasi in der Struktur des Ödipus? Dem wollen die natürlich widersprechen. Oder bildet Ödipus nicht vielmehr in dem Maße ein Erfordernis oder eine Folge der gesellschaftlichen Reproduktion? Also der Ödipus, die familiäre Struktur, ist, man könnte sagen, eingebunden in die Produktionsstruktur, in die Gesellschaftsstruktur, in die ökonomische Struktur. Und Freud hat im Grunde das weggeschoben, dass da eigentlich eine ganz andere psychische Hintergrundstruktur ist oder Basisstruktur und konzentriert sich quasi darauf, Ödipus stabilisiert das Ich in der gesellschaftlichen Reproduktion. Das ist sozusagen der Konflikt, denn auf der anderen Seite, das ist hier der letzte Satz, denn es liegt offen zutage, dass der Schizo unaufhörlich Rede und Antwort stehen muss. Der Schizo ist ja im Grunde, also für Deleuze-Gatterie ist es umgekehrt. Sozusagen die Wunschmaschinenstruktur des Bewussten wie Unbewussten, des psychischen Apparats, die ist eben nicht grundsätzlich stabilisiert durch ein stabiles Ich, das ödipal eben verfasst ist, durch familiären Bezug und damit Einbindung in die gesellschaftliche Reproduktion. Sondern das ist eigentlich sozusagen im Hintergrund oder auf der unteren Ebene, wie auch immer, dahinter steht eigentlich immer der Schizo. Und der muss als ödipal strukturiert, ist ja immer gezwungen, dementsprechend zu antworten. Das ist quasi der Konflikt zwischen Deleuze und Gatterie auf der einen und Freud auf der anderen. Der Anti-Ödipus. Nein, es ist nicht so, dass das Individuum von Hause aus ein stabiles Ich hat, das durch die kindliche Entwicklung, durch die familiäre Entwicklung neurotisch gestört wird, sondern es, das, wie auch immer, der psychische Apparat ist von Hause aus eben gekennzeichnet durch diverse Wunschmaschinen und durch diverse Anschlüsse an die Gesellschaft. Und damit ist der Schizo eigentlich so etwas wie eine anthropologische Struktur des psychischen Apparats. Und nun muss man, dann könnte man natürlich eben auch wunderbar argumentieren, natürlich muss
muss dieser, die, wenn, wenn, da, wenn das Bewusstsein strukturell eben nicht ein stabiles, sondern ein flüchtiges ist, dann ist es natürlich, könnte man sagen, klar, es muss gesellschaftlich angeschlossen werden. Und deswegen habe ich eben oben drüber als Überschrift mediale, politische und medizinische Anschlüsse geschrieben. Dass also ein, wenn eben das Bewusstsein strukturell flüchtig ist und nicht stabil, dann muss es konzentriert werden. Und das wird es durch die Familie, das wird es natürlich durch die Gesellschaft und ihre Repräsentationen und Institutionen. Da haben wir natürlich die Medien, da haben wir die Politik und eben seit einigen Jahrhunderten in zunehmendem Maße und mit zunehmender Bedeutung die Medizin. Und wenn das denn so ist, dass, der psychische Apparat eher durch Wunschmaschinen und Flüchtigkeiten gekennzeichnet ist, dann darf es auch nicht verwundern, wenn, wenn Platon, da habe ich ja ein längeres Zitat, ein sehr spannendes Zitat eigentlich, sozusagen, wenn die Herrschenden diese, wie auch immer, den Schizo lenken müssen. Und sie dürfen ihn nach Platon eben durch Lügen und Täuschungen dürfen sie ihn lenken. Das Zitat, was sie auf den, in den Materialien finden, ist die berühmte Stelle der platonischen Lüge. Die Herrschenden dürfen die Untertanen belügen und damit sie eine möglichst gute Gesellschaft erzeugen. Also die Basis der, der elitären Expertenherrschaft ist die Lüge. Und das ist natürlich mit Platon gerecht. Das ist richtig so und damit auch gerecht, weil die Individuen, für Platon sind die natürlich nicht, er geht nicht von einem flüchtigen Ich aus, der geht einfach davon aus, dass es Ungebildete gibt und gebildete Eliten. Und dass es eben hochgebildete Philosophen gibt, die eigentlich die Könige sein sollten und die diktatorisch die Welt lenken. Und das Individuum darf sich eigentlich dagegen nicht zur Wehr setzen, sondern, wie ich es ja gerade schon erwähnte, es muss genau machen, was die Experten vorschreiben. Und wir haben also, das habe ich ja auch in anderen Kontexten in den Vorlesungen deutlich gemacht, der Platonismus, so wie er auch modern noch vertreten wird. Hier kann ich nur auf Leo Strauss verweisen, als einem der wichtigsten politischen Philosophen des 20. Jahrhunderts und Platoniker und damit Vertreter einer elitär gesteuerten Demokratie. Und im Grunde dürfen, und das ist an dieser Stelle, die ich da auf den Blättern habe, ist eben es besonders nahe zu dem Medizin, zu der Medizin, zur Biopolitik, um mit Foucault zu sprechen. Da werden ja die Ehen quasi staatlich gelenkt. Also wer mit wem Kinder zeugt, wird staatlich gelenkt, so dass es aber die Gelenkten nicht merken. Das dürfen sie auch nicht merken. Und deswegen ist ja im Wächterstand, also im zweiten Stand bei Platon, gibt es ja nun wirklich eine biopolitische Züchtung. Die Starken sollen sich mit den Starken vereinen und damit entsprechend starke Kinder erzeugen und die Schwächsten mit den Schwachen. Und die ganz schwachen Kinder bringt man beiseite. Mit denen will man nichts zu tun haben. Und die Herrschenden, also die Experten, in dem Fall die Philosophen, die sind diejenigen, die quasi das lenken, ohne dass es die Menge quasi merkt. Und das ist dann gerecht. Das könnte man sagen, genauso funktioniert sozusagen die Corona-Politik. Medial abgesichert und vermittelt und so weiter. Und ja, damit komme ich wieder zurück zur Deleuze-Gatterischen Kritik an Sigmund Freud. Und da will ich Ihnen doch
das Zitat wieder ganz vorlesen in dem Fall. Ja, ich glaube sogar weitgehend. Also das waren ja hiermit zur Kritik. Also Deleuze, Guattari schreiben, Freud kommt nicht aus diesem beschränkten Blickwinkel des Ich heraus. Ihn hindert daran, seine ihm eigene trinitarische Formel, ödipal, neurotisch, Papa, Mama, ich, schließlich machen wir uns da nichts vor, mag Freud die Schizophrenen nicht ihren Widerstand gegenüber der Ödipalisierung, sozusagen, die entziehen sich dieser simplen Papa-Mama-Ich-Struktur. Die lassen die sich nicht einbinden. Sie sind nicht neurotisch quasi vorkonzentriert, ödipal. Und deswegen leisten sie Widerstand gegen die Ödipalisierung. Neigt viel eher, also Moment nochmal, mag die Schizophrenen nicht ihren Widerstand gegenüber der Ödipalisierung, neigt viel eher dazu, sie wie Idioten zu behandeln. Sie nehmen, so sagt er, Worte für die Sachen selbst, sind apathisch, narzisstisch etc. Das ist jetzt gar nicht so wichtig. Für Freud nehmen die eben die Schizophrenen die Worte für die Sachen selbst. Das ist, denke ich, eine interessante Formulierung. Denn das ist eigentlich genau die schizophrene Struktur, die der modernen Gesellschaft und ihren Lenkungsstrukturen, ihren expertokratischen Lenkungsstrukturen zugrunde liegt. Hier ist es natürlich anders. Worte sind wie Sachen. Das ist sozusagen die Kritik. Aber das ist quasi Freuds Kritik an den Schizophrenen. Nur die Gesellschaft ist eigentlich so schizophren, dass sie meint, mit den Worten die Sachen selbst zu haben. Und das kann man eben auch, das konnte man nun wunderbar in der Corona-Politik und in der Corona-Medizin gerade vorfinden, wenn eine ganz bestimmte Terminologie durchgesetzt wird und die von der so getan wird, als würde sie die Sache selbst repräsentieren. Da kann man eine ganz, eine trickreiche Interpretation versuchen in dem Sinne. Auf der einen Seite ist das natürlich eine Kritik von Freud an den Schizophrenen, die sind da ein bisschen dumm sozusagen, die nehmen die Worte für Sachen. Aber wenn man das quasi überträgt auf die Gesellschaftsstruktur, also mit Deleuze Guattari könnte man einfach sagen, im Kapitalismus, man jetzt in einer etwas, wie auch immer, genauso kapitalistischen, aber eben auch durch andere Elemente geprägten Gesellschaftsstruktur wie die Medizinisierung, dann kann man sagen, da wird eigentlich, also in die gerade wissenschaftlich wird da behauptet in der Öffentlichkeit, das wäre genau so, die Experten wüssten es, da werden eben Worte für die Sachen genommen und damit die Sachen als solche eben erst erzeugt. Und das ist in dem Fall, ist diese, könnte man sagen, diese Corona-Politik, die ist in sich selbst schizophren. Das heißt, in diesem Sinne nicht schizophren im Sinne von, also bitte, niemand darf hier meinen, Schizophrenie wäre einfach diese Bewusstseinsspaltung, sondern das ist eine Flüchtigkeit quasi des Ichs, die wiederum durch gewisse Anschlüsse konzentriert wird. Und genau das wäre dann hier sozusagen der Fall. Und da gibt es dann, also das blende ich jetzt wieder ein, weil das ist eine ganz besondere Pointe, zu der kommen wir dann auch nochmal zurück. Und zwar, sie sind apathisch, narzisstisch, vom Wirklichen abgeschnitten, Freuds Kritik an den Schizophrenen, sind unfähig zur Übertragung, eben sozusagen in der Psychoanalyse. Sie können das nicht, ich sag mal, einfach verstehen, was da passiert und sich damit vom Psychoanalytiker lenken lassen.
Und sie haben Ähnlichkeit mit Philosophen, unerwünschte Ähnlichkeit. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, ne? Also Philosophen sind so quasi, die sind also jetzt vom Wirklichen abgeschnitten, sind apathisch gegenüber dem Wirklichen, sind narzisstisch und nehmen die Worte für die Sachen, wenn man das jetzt sozusagen rücküberträgt. Ja, Sprachphilosophie sagt, wir erzeugen die Sachen durch die Worte. Da haben die Schizophrenen einige Ähnlichkeit mit Philosophen, allerdings könnte man jetzt hier wieder ergänzen und damit etwas ironisieren, damit natürlich nur mit einer bestimmten Gruppe von Philosophen. William von Orman Quine, einer der Hauptvertreter der analytischen Philosophie, der unterscheidet die Philosophen in die Weisen, die richtigen Philosophen und die Käuze. Und die Käuze, das sind natürlich die Poststrukturalisten, das ist klar. Und in dem Fall wäre die Ähnlichkeit wahrscheinlich eher mit den Käuzen zu suchen, die sich nicht einfach quasi ödipalisieren lassen, ne? Sich nicht einfach anschließen lassen an die gängigen sozialen Standards. Und natürlich ist das alles in allem eine etwas peinliche und damit unerwünschte Ähnlichkeit, ne? Und das Ganze, ich meine, diese Struktur ist natürlich, wie ich schon über Platon eingeführt habe, eine autoritäre und hierarchische Struktur. Und damit gehe ich, habe ich einige Zitate nicht aus dem Anti-Ödipus, sondern aus diesem kleinen Heft, das Rhizom. Ich habe es schon mal, ich habe es vorhin gezeigt, aus diesem Text. Und da darf ich jetzt wieder was vorlesen. Also Rhizom 26, einem hübschen Artikel entlarven Pierre Rosenstiel und Jean Petitot in Kommunik und so weiter, habe ich noch dazu geschrieben, die Bilderwelt der Kommandobäume. Und zentrierte Systeme oder hierarchische Strukturen. Und sie schreiben hierarchische Strukturen, hierarchischen Strukturen, das Primat einzuräumen, läuft auf die Privilegierung von Baumstrukturen hinaus. Das klingt, also dass schon Aristoteles entwickelt sein gesamtes Denken anhand von bestimmten hierarchischen Baumstrukturen. Und in einem hierarchischen System duldet ein Individuum nur einen einzigen Nachbarn, und zwar den ihm in der Hierarchie übergeordneten. Hier muss ich ja nochmal weiterfahren. Ne? Funktioniert, ja. Also es ist klar, in hierarchischen Strukturen hat man Übergeordnete, die achtet man, die Untergeordneten, naja, die sind jedenfalls weniger wert. Und die Übertragungskanäle sind von vornherein festgelegt, das dazwischen lasse ich weg. Und zum Beispiel, und dann kommen Sie, um das vorzuführen, wie diese hierarchischen Strukturen funktionieren, also diese beiden Autoren, das berüchtigte Freundschaftstheorem. Wenn in einer Gesellschaft zwei beliebige Individuen genau einen gemeinsamen Freund haben, dann gibt es ein Individuum, das der Freund aller anderen ist. Das muss man sich ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen. Wenn beliebige Individuen einen gemeinsamen Freund haben, dann haben natürlich alle denselben Freund. Das ist beliebige Individuen. Das ist sozusagen der entscheidende Punkt hier dabei. Sie können jeden nehmen und die haben werden immer einen gemeinsamen Freund haben, ne? Und dann gibt es eben genau ein Individuum, das der Freund aller anderen ist. Und wer ist nun dieser gemeinsame Freund, fragen Rosenstiel und Petitot. Der universelle Freund dieser Gesellschaft von Paaren ist der Meister, der Beichtvater oder der Arzt. Und das
das ist sozusagen die interessante Bemerkung, die hier 1974 von diesen beiden Autoren formuliert wird. Der Arzt gehört genau zu dieser Gruppe des universellen Freundes. Der Beichtvater war es vorher. Und natürlich, wie auch immer, die diversen Meister, der Meister, denn diesen Begriff finden Sie auch immer wieder in verschiedenen Formen von autoritärem Denken. Und also in Sekten gibt es meistens eben einen Guru, einen Meister und so weiter. Der ist eben der universelle Freund. Bis die Medizin an die Stelle der Religion getreten ist, war es eben primär der Beichtvater, jedenfalls im Katholizismus, könnte auch einfach sagen der Priester. Jetzt ist es der Arzt. Lauter Vorstellungen, die von den Ausgangsaxiomen erstaunlich weit entfernt sind, also von den grundsätzlichen Punkten, von denen dort ausgegangen wird, der Freund des Menschengeschlechts. Das fragen jetzt Deleuze, Guattari. Ist es womöglich der Philosoph des klassischen Denkens? Also das ist so geschrieben, das habe ich nicht falsch geschrieben, sondern es ist mit Bindestrich Philosoph, also des klassischen Denkens. Und jetzt schreiben Deleuze, Guattari weiter, jene verkümmerte Einheit, die sagt, ich weiß nichts, ich bin nichts, deren Geltung also nur in ihrer Abwesenheit und Subjektivität liegt. Und hier haben wir natürlich die Umgekehrte. Hier würde ich jetzt sagen, sind wir bei den Weisen. Also im Sinne von William von Orman Quine, die Weisen und die Kreuze. Das sind sozusagen die Weisen. Sokrates ist der Oberweise, der sagt, ich weiß, dass ich nichts weiß. Der natürlich auch, wie auch immer, in dem Fall eben nichts ist. Und die Ironie, die Deleuze, Guattari den jetzt attestieren, ist ja, und genau der ist eigentlich, der existiert nur in Abwesenheit. Der ist sozusagen voll eingepasst in einen gesellschaftlichen Diskurs. Der ist voll angeschlossen an diesen gesellschaftlichen Diskurs und bringt sozusagen keine eigene Dynamik hinein, sondern reproduziert die gesellschaftlichen Diskurse oder, sagen wir es anders, die Gesellschaftsmaschinen, an die schließt er sich an und quasi verlängert sie und bestärkt sie. Da hätten wir natürlich dann genau die Intellektuellen, die sich fleißig an das Corona-Regime angeschlossen haben und die damit sozusagen ihre eigene Identität, ihr eigenes Wissen aufgeben. Ja, sie müssen ja nicht Experten, sie sind ja nicht die Experten. Die Philosophen sind ja in dem Fall auch nicht die Experten. Na, jedenfalls in dem Fall hier, anders als bei Platon, da wären es ja nur die Philosophen, aber in der Zwischenzeit haben wir andere Experten. Die Philosophen sind es nicht mehr. Die Autoren sprechen hier von Diktaturtheoremen. Das ist genau die Situation, die wir haben. Aber die ist jetzt mal ganz salopp formuliert. Ich will jetzt meine Zeitgenossen nicht alleine, nicht nur meine Zeitgenossen schimpfen. Philosophen sind meistens staatstreu und an die gesellschaftlichen herrschenden Diskurse angeschlossen. Jedenfalls, wenn sie verbeamtet sind und damit Staatsdiener sind. Die wenigsten sind sozusagen dann dissent. Die meisten sind konsentiv. Das ist also nicht nur ein Phänomen, das sich jetzt in der Corona-Politik und im Corona-Regime gezeigt hat, sondern das ist einfach ein Faktum. Sie können von Philosophen, sollten Sie nicht erwarten, dass sie die Welt verändern.
Und Platon kontrolliert das natürlich auch noch. Da können Sie die Stelle eben in den Materialien auch finden, dass Platon ja ganz klar sagt, wir brauchen die richtigen Dichter und die falschen kommen vor die Tür. Und die richtigen Dichter müssen im Grunde affirmativ dichten. Sie müssen quasi die Natur des Schönen und Anständigen predigen. Also genau quasi den Anschluss an die Gesellschaftsmaschinen, sodass die flüchtigen Ichs quasi sich auf diesem Wege leichter anschließen lassen. Und damit quasi zu der nochmal zur Konfrontation zwischen Psychoanalyse und Schizoanalyse. Da kommt jetzt sozusagen die herbe Kritik der Schizoanalyse an der Psychoanalyse. Und das werde ich hier wieder einblenden. Also Platons Künstler werden kontrolliert in jeder Hinsicht. Und mein nächster Punkt ist dann die zentrierende Psychoanalyse und die dezentrierende Schizoanalyse. Ach, ich muss hier mal was ausblenden, sonst kann ich das selber nicht lesen. Als Gefahr für die Medizinisierung. Die Psychoanalyse kann in dieser Hinsicht ihre Methode nicht ändern. Auf eine diktatorische Konzeption des Unbewussten gründet sie ihre eigene diktatorische Macht. Das ist natürlich ein harter Satz. Die diktatorische Konzeption des Unbewussten ist die des Ödipus, sozusagen des Vaters. Und der herrscht, das und zwar diktatorisch. Und die Macht der Psychoanalytiker über die Analysanden, der psychoanalytischen Gesellschaften über die Psychoanalytiker. Also darin präsentiert sich die hierarchische Struktur, realisiert die Psychoanalyse genau letztlich die hierarchische Struktur der Expertenherrschaft, sagen wir es mal so, oder der Elitenherrschaft etwas allgemein. Im Gegensatz dazu erreicht die Schizoanalyse einen ganz anderen Zustand des Unbewussten, indem sie es als nicht zentriertes System behandelt. Das ist jetzt sozusagen der entscheidende Unterschied. In der Psychoanalyse, so Deleuze-Guattari, haben wir eben diese Zentrierung und eine Art diktatorische Konzeption. Und die Schizoanalyse geht eben nicht von einem zentrierten System aus. Ich habe das ja schon so benannt. Das ist sozusagen im besten Fall ein flüchtiges Ich oder viele verschiedene Wunschmaschinen als maschinelles Netz endlicher Automaten. Hier, das ist wieder auch ein Zitat aus dem Rhizom. Das Rhizom ist so ein Wurzelwerk, also der Baumstruktur, die in den Wissenschaften seit Aristoteles die Hierarchie und die diktatorische Konzeption eingeführt hat, der stellen Deleuze-Guattari quasi das Geflecht entgegen, das Wurzelgeflecht entgegen. Und da gibt es diese hierarchischen Strukturen nicht mehr. Und jetzt verweisen die nochmal auf, dasselbe gilt für die Linguistik. Rosenstiel und Petitot erwägen und mit vollem Rechte die Möglichkeit einer nicht zentrierten Organisation einer Gesellschaft von Wörtern. Das muss man sich sozusagen auch auf der Zunge zergehen lassen. Nicht nur im Corona-Regime, sondern natürlich in der Medizin insgesamt. In vielen Wissenschaften herrscht eben gerade ein bestimmtes Sprachverständnis. Darüber habe ich ja auch schon immer wieder geredet. Es werden gewisse Bedeutungen fixiert und nur diese Bedeutung, nur in dieser Weise soll man die Worte verwenden. Und die beiden Autoren, also Rosenstiel und Petitot, erwägen eine nicht zentrierte Organisation der Gesellschaft von Wörtern. Also
Es sind quasi Worte und Wörter. Ich weiß nicht genau, Sartre hat ja die Wörter geschrieben und nicht die Worte. Das ist ja, dafür sollte er mal den Nobelpreis bekommen. Und das drückt an dieser Stelle natürlich einfach aus, dass es eben nicht bestimmte Worte sind, sondern vielfältige Worte, die ihre Bedeutung im Gebrauch entwickeln, wie es Wittgenstein formuliert hat. Und genau das ist auch etwas, woran Deleuze, Guattari dann im Weiteren anschließen. Und das werde ich Ihnen auch wieder vorlesen, denn das ist eine ganz spannende These. Das ungenauer als exakte Sprache versus medizinischer Sprachregulierung. Sie können auch wissenschaftlicher, politischer Sprachregulierung. Also wir haben gerade in der medialen Politik ständig Sprachregulierungen. Und da heißt es eben im Rhizom, Problem der Schrift. Nur mit ungenauen Ausdrücken kann man etwas genau bezeichnen. Ach was, wie soll denn das gehen? Nun, Wittgenstein unter anderem ist ja der Auffassung, dass eben gerade das Unscharfe ist das, was wir in der Sprache brauchen. Und hier geht es weiter. Nicht, weil man hindurch müsste oder immer nur durch Annäherung vorankäme. Das wäre ja sozusagen eine der Möglichkeiten. Naja, wir haben die Dinge nicht so exakt und deswegen brauchen wir quasi ungenaue Ausdrücke, um uns den Dingen anzunähern. Die Ungenauigkeit ist keineswegs eine Annäherung. Sie ist im Gegensatz der genaue Verlauf der Ereignisse. Das ist könnte man sagen, die Grundthese. Die Welt besteht eben nicht aus bestimmten Gegenständen und Sachverhalten, so hat es der frühe Wittgenstein formuliert. Sondern sie besteht aus Ereignissen, die sich ständig reproduzieren. Und die sind selbst eben nur durch ungenaue Ausdrücke kann man denen quasi gerecht werden. Das ist hier die Grundthese. Also das wäre genau das Gegenteil von dem, was eben in den expertokratischen Terminologien gefordert wird. Nicht die Reduktion von Komplexität auf einen bestimmten vermeintlichen Sachverhalt, sondern die Auflösung der Komplexität, die Auflösung der Reduktion in Form dessen, dass man der Komplexität der Ereignisse versucht, sich also denen gerecht zu werden. Und das geht nicht mit einer festgelegten Sprache. Also das, was sozusagen epidemisch passiert, ist nicht durch bestimmte Terminologien erfassbar, sondern wäre quasi nur im Hinblick auf den Einzelfall jeweils annäherungsweise oder wie auch immer, durch eben eine unscharfe Sprache wird man diesen Ereignissen am ehesten gerecht und eben gerade nicht durch feste und bestimmte Terminologien. Und das reflektiert sich in einer gewissen Hinsicht auch bei Platon. Da habe ich noch einen Punkt. Die Könige Platons, also die Herrscher, die in dem Fall ja die Weisen sind, also die Philosophen, die das richtige Wissen haben. De facto wären das heute eben die Experten, auch wenn man dazwischen natürlich einiges an Differenzen entwickeln könnte. Also bei denen ist eben das Wissen und so weiter die Stärke der Seele. Das ist das Entscheidende, nicht was sie mit den Händen tun können. Das sind die Handwerker. Das sind eben die Kopfwerker und die sprechen dann im Sinne Platons die richtige Sprache, wobei Platon mit der Sprache gewisse Probleme hat. Der weiß, dass das nicht ganz richtig klappt. Und deswegen ist für ihn die Sprache sogar eher ein Problem, das er erkennt. Aber darauf will ich jetzt hier nicht weiter eingehen.
Und damit direkt zurück jetzt sozusagen in die Schizoanalyse. Und ja, ein zentraler Terminus in der Schizoanalyse ist das Wort vom organlosen Körper. Das ist ein schwieriges Wort. Ich versuche das in etwa sozusagen zu umschreiben. So, da müssen wir hier hin. Es geht ja in dem Buch, dem Anti-Ödipus, jetzt sind wir wieder im Anti-Ödipus, geht es ja schließlich um das Verhältnis von Kapitalismus und Schizophrenie. Und das Kapital, also man könnte sagen das Geld, ja, aber das Kapital ist nicht nur das Geld, ist wohl der organlose Körper des Kapitalisten oder des kapitalistischen Wesens, bildet als solches aber nicht nur die flüssige und geronnene Substanz des Geldes, wird zudem der Sterilität des Geldes die Form zukommen lassen, unter der das Geld schaffen wird, unter der es das Geld schaffen wird. Und also der Kapitalismus hat eine Form eines organlosen Körpers, das ist das Kapital. Das ist eigentlich das, mit dem gemessen wird, mit dem erfasst wird, mit dem gerechnet wird. Und mit dem also in gewisser Hinsicht Dinge erfasst werden. Und damit ist natürlich dieser organlose Körper ist für den Kapitalismus das Kapital. Ich würde an dieser Stelle sagen, für das Medizinwesen ist es die medizinische Information. Das Kapital spielt zwar in der Medizin natürlich auch eine zentrale Rolle, das ist ja klar, aber es ist natürlich insgesamt eher die medizinische Informationswelt, die so etwas wie eine Art organlosen Körper darstellt, denn es sind einfach gesammelte Informationen, Patientendateien und so weiter, die ganzen Akten, und die haben ja sozusagen kein Organ. Sie sind einfach nur Aufzeichnungen. Damit komme ich zum nächsten Punkt. Die Produktion des Subjekts durch die Aufzeichnung. Ich habe hier noch dazu geschrieben, ergänzt affizierende medizinische Aufzeichnung. Die Aufzeichnung, der Aufzeichnung entsprechend der, Moment, die Aufzeichnung entsprechend der Bedeutung des Wortes Prozess lässt sich auf die Produktion herab. Also das, was in der Produktion, jetzt nehmen wir ruhig mal die ökonomische Produktion, was da passiert, wird im Grunde durch das Kapital aufgezeichnet. Doch die Produktion der Aufzeichnung ist ihrerseits von der Produktion geschaffen. Also die Produktion selbst schafft damit ihre Aufzeichnung. Ebenso folgt die Konsumtion der Aufzeichnung. Und doch wird die Produktion der Konsumtion in und durch die Produktion der Aufzeichnung geschaffen. Und das ist also das Zusammenspiel zwischen, ich sage jetzt mal, Informationssystem und der, sagen wir, durchaus materiellen Ebene der von Produktion und Konsumtion. Und die Aufzeichnung ist das, was letztlich die Produktion zur Produktion macht und die Konsumtion zur Konsumtion, aber gleichzeitig ist natürlich die Bedingung dafür die Produktion. Und die Aufzeichnung ist das, womit, die ist quasi genau die Form dieses organlosen Körpers. Dies, weil auf der Einschreibefläche etwas sich ausmachen lässt, dem der Status eines Subjekts zukommt. Ja, sozusagen, wo ist denn ein Subjekt? Wo ist ein Subjekt in irgendeiner Form zu finden? Letztlich als etwas Aufgezeichnetes und etwas Eingeschriebenes. Also man könnte auch sagen, dem modernen Menschen wird es quasi ist aufgeschrieben, was er als Subjekt ist, zum Beispiel durch
seine Pässe, durch seine Meldeverzeichnisse, durch sein viel, also der Mensch ist, wo er überall aufgezeichnet ist. Und damit wird er quasi zum Subjekt, zum Beispiel zu einem Staatsbürger, da hat er die Staatsbürgerschaft und so weiter. Die ist durch den Pass dokumentiert. Das sind also Aufzeichnungen, das Subjekt entsteht durch diese Form der Aufzeichnung. Und die haben natürlich mit den mit sozusagen Organen nichts zu tun, sondern sind ein Informationssystem. Ein seltsames Subjekt ist es, bar jeder festen Identität fortwährend auf dem organlosen Körper an der Seite der Wunschmaschinen umherirrend, definiert durch das, woran es am Produkt teilhat. Überall als Gratifikation ein Werten oder eine Verwandlung erhalten, aus Zuständen geboren, die es konsumiert und einem jeden Zustand zurückgegeben. Das bin also ich, das ist folglich mir. Das Subjekt ist nicht, also jetzt kommen wir zu der Medizinisierung an dieser Stelle. Der Mensch ist ja nicht wirklich der einfache Körper, der wird natürlich auf den nackten Körper dadurch reduziert, aber dieser nackte Körper ist eben eingeschrieben in Akten, der ist erfasst. Und zwar sozusagen in jeder Hinsicht ist der also bürokratisch und natürlich medizinisch in einer unglaublichen Form der Krankenaktenaufzeichnung. Also die Digitalisierung hat das Ganze sozusagen noch auf die Spitze getrieben. Und das ist sozusagen das Seltsame, das Subjekt. Das Subjekt ist die Krankenakte. Das Subjekt ist natürlich, sind auch die Einträge beim Einwohnermeldeamt und so weiter, oder wenn sie Straftäter sind und dergleichen. Das ist im Grunde das Subjekt. Und aus dem heraus wird es geboren. Ne? Und damit natürlich aus diesen Einschreibungen auf der Grundlage dieses Begriffs des organlosen Körpers, das sind diese Aufzeichnungssysteme. Und jetzt werde ich aber hier nochmal einblenden, weil jetzt kommt eine besondere Pointe. Also das bin also ich, das ist folglich mir. Das sind sozusagen die Bestimmung, dass ich wird durch diese Einschreibung auf einem organlosen Körper wird es konstituiert. Und jetzt kommt eine wunderbare Bemerkung, denn noch das Leiden ist Selbstgenuss des Menschen, wie Marx sagt. Wie es Ivan Illich sagt, die Bürger können gar nicht genug Medizin bekommen. Also das Leiden, die Krankheit ist Selbstgenuss, das Leiden ist Selbstgenuss. Sicherlich ist jede Wunschproduktion unmittelbar schon Konsumtion und Verzehr, folglich Wollust. Jede Wunschproduktion, und ich meine These ist ja im Anschluss an Deleuze-Gattery, dass eben man mit dem Anti-Ödipus wunderbar sehen kann, wie dieses eingeschriebene Subjekt in den verschiedensten Akten, in den organlosen Körpern, wie das gewünscht wird. Sozusagen das Leiden ist Selbstgenuss. Dadurch versteht man sich als jemand. Und ich meine, ich bin mir nicht ganz sicher mit dem Wort Wollust, ob damit letztlich ein ganz bestimmtes sexuelles Prozedere gemeint ist, wie es Foucault in seinem letzten Band über Sexualität und Wahrheit erläutert, über die Kirchenväter. Aber das spielt hier eigentlich gar keine Rolle. Auf jeden Fall ist Selbstgenuss, Leiden ist Selbstgenuss
Anschluss, die Wunschproduktion angeschlossen an diese Einschreibsysteme. Da entwickelt sich so etwas wie, ja, wie auch immer, selbst, ich bleibe mal lieber bei dem Wort Selbstgenuss. Und ja, bei Platon kann man dazu die Parallele finden, dass eben die Unteren, die müssen nicht nur unterwürfig sein. Das kann ich hier sogar mal kurz, das kurze Zitat. Und besteht nicht die Besonnenheit für den großen Haufen in dergleichen vornehmlich, dass sie den Herrschenden unterwürfig sind? Ja, das ist das eine. Selbst aber auch herrschen über ihre Lust an Speise und Trank und an den Liebessachen. Also Platon hat es eigentlich schon gewusst. Und in dieser Form kann man sagen, die Individuen im Sinne von, oder ja, sagen wir durchaus, ja, die Individuen im Sinne von Deleuze Guattari, geprägt von Wunschproduktion und deren Subjektivität auch gar nicht wirklich, ja, in dieser vermeintlichen bewussten Selbststeuerung liegt, sondern die eben durch das Angeschlossensein entsteht und damit erzeugt sich die Unterwürfigkeit. Und sie müssen aber gleichzeitig noch sich selbst beherrschen. Das ist das Zweite. Sie müssen ihre Lust auch noch selber kontrollieren, aber natürlich als Verlängerung quasi der Unterwürfigkeit. Und es soll ja durchaus, also sozusagen eben diese Unterwürfigkeit ist ja nun in vielfältiger Hinsicht häufig auch richtiggehend gewünscht und ist damit genau das, was Marx im Sinne von Deleuze und Guattari gesagt hat, diese Unterwürfigkeit ist Selbstgenuss. Und damit komme ich noch mal etwas genauer zu dem Verhältnis von organlosem Körper und den Organmaschinen. Ich werde das hier auch noch mal einblenden. Organloser medizinischer Körper und Organmaschinen. Ich setze jetzt einfach hier ein, die Organmaschinen mögen sich noch so sehr an den organlosen Körper klammern. Also sozusagen, dieser bleibt doch nicht weniger organlos und wird damit auch nicht schon ein Organismus im gewohnten Sinne des Wortes. Er bewahrt seinen flüssigen, glatten Charakter. Dass die Organmaschinen, man könnte jetzt in dem Fall wirklich sagen, mein Gott, das sind die Menschen, die lebendigen Menschen, das sind die nackten Körper, das sind natürlich die damit auch verbundenen psychologischen Strukturen, versteht sich von selber. Sie mögen sich an den organlosen Körpern noch so klammern. Und genau das machen ja die Individuen, indem sie sich an diese ganzen Einschreibsysteme klammern und ja, das eben wünschen. Sie meinen ja nur durch die Einschreibung in diese organlosen Körper, also Einschreibsysteme von der Medizin über die Bürokratie zur Ökonomie, zur Bildung und so weiter, diese gesamten verschiedenen Aufschreibsysteme, um ein Wort von Friedrich Kittler zu verwenden, diese also sind eben organlose Körper und die Organmaschinen mögen sich, also die Menschen mögen sich daran noch so klammern, sie sind natürlich nicht dasselbe. Sie bilden sich das ein, sie genießen sich womöglich in dieser Form. Ja? Das ist ja eigentlich ein strukturelles Leiden und damit nochmal hier, also nochmal, also sie mögen sich noch so sehr klammern, dieser bleibt doch nicht weniger organlos und wird damit auch nicht schon ein Organismus im gewohnten Sinne des Wortes. Also
Hier ist keine Vorstellung da, dass quasi die Gesellschaft als solche oder ihre Institutionen so eine Art Organismus wären. Eine Vorstellung, die ja weit verbreitet ist in der politischen Philosophie und vor allen Dingen bei Rousseau renommiert vertreten wird. Und aber nicht nur dort, wir haben das auch im Leviathan von Thomas Hobbes, da ist es zwar mehr mechanistisch, aber es ist auch ein großer Organismus. Und da gibt es natürlich sozusagen immer die Differenz und mit dieser Differenz, also an dieser Differenz leiden natürlich die Zeitgenossen, klammern sich umso mehr dran und dann wieder mehr oder weniger dieser Verweis auf Marx. Ja, darin liegt durchaus der Selbstgenuss. Und damit komme ich hier zum nächsten Punkt. Der organlose Körper als Einschreibefläche der medizinisch gesteuerten Wunschmaschinen. Spezifisch, ich setze doch gleich unten ein, kommen ein beliebiger voller Körper, Körper der Erde, des Despoten, eine Aufzeichnungsfläche, eine objektiv scheinhafte Bewegung, endlich eine fetischistische, verzauberte und verkehrte Welt allen Gesellschaftstypen als Konstanten gesellschaftlicher Reproduktion zu. Also das ist jetzt eben auch gleichzeitig eine Beschreibung. Was ich jetzt geschildert habe, ist natürlich eine Struktur, die sich an vielen Stellen wiederholt. Wir haben eben eigentlich reale körperliche Menschen, die sozusagen Psychen haben und die aber letztlich gar nicht von ihnen stammen, sondern die ihnen quasi durch diese Aufzeichnungsflächen, durch diese Einschreibung in den Aufzeichnungsflächen werden die konstituiert. Und damit entsteht eigentlich eine seltsame, verkehrte Welt. Die ist allerdings in allen Gesellschaftstypen vorhanden. Und der organlose Körper senkt sich auf die Wunschproduktion, zieht sie an sich und bemächtigt sich ihrer. Und der organlose Körper, das sind jetzt eben wiederum, darf ich nochmal sagen, die verschiedensten Aufschreibsysteme, zu denen eben ganz zentral, was den einzelnen Menschen betrifft, die medizinischen Aufschreibsysteme zählen und die weiteren staatlichen. Der organlose Körper senkt sich auf die Wunschproduktion, zieht sie an sich und bemächtigt sich ihrer. Ja, sie lenken, also der organlose Körper mit seinen Einschreibsystemen lenkt quasi die gesamte Wunschproduktion der Psychen, die dadurch im Grunde erst geschaffen werden, durch die Anschlüsse. Also die sind nicht Herr ihrer selbst, sondern entstehen eben durch diese Anschlüsse. Das ist sozusagen der entscheidende Punkt. Damit komme ich quasi, näher ich mich dem Ende. Der Schizo, der die gesellschaftlichen Codes durcheinander bringt, auch den medizinischen mit seinen hegemonialen Ansprüchen. Das ist nun die Antwort darauf. Auf der einen Seite haben wir quasi ödipale Strukturen, die durch Gesellschaftsmaschinen, durch diese Einschreibsysteme erzeugt werden, an die sich die derart Angeschlossenen eben auch gerne klammern und die sie haben wollen und die das damit verbundene Leiden als Selbstgenuss empfinden. Na, ich bin genau der, der diese Eltern hat und so weiter und fort sich dran. Ne? Und
sozusagen die Schizoanalyse will dem eben entgegenarbeiten. Als Antiproduktion geschaffen, tritt der organlose Körper als solcher nur auf, um jeden Versuch einer Triangulation, die die eine elterliche Produktion verheißt, abzuwehren. Natürlich ist das, was hier aufgeschrieben ist, auch organloser Körper. Aber so wenn sich die Sprache dagegen wehrt als Antiproduktion, dann muss sie sich sozusagen gegenüber der ödipalen Struktur wehren. Also die Triangulation, das ist die elterliche Struktur. Das kommt jetzt gleich noch. Wie sollte er auch von Eltern geschaffen sein, da er doch von einer Eigenproduktion seiner Selbsterzeugung Kunde gibt? Und überall, wo er ist, verteilt sich auf ihm das Nomen, das ist sozusagen eine göttliche Figur, darauf will ich jetzt hier nicht weiter eingehen, stellen sich unabhängig von aller Projektion die Disjunktionen ein, also die Auflösungserscheinungen. Ich bin mein Vater gewesen und bin mein Sohn gewesen. Ich, Antonin Artaud, 1896 bis 1848, ich bin mein Sohn, mein Vater, meine Mutter und ich. So konstituiert sich das. Artaud gehört zu den quasi großen Theatermachern seiner Zeit und hat in der Hinsicht quasi, wird auch bei Foucault quasi als einer der erwähnt, in dem sich sozusagen der Wahn der Gesellschaft entgegenstellt. Und das ist auch in gewisser Hinsicht ja die These von Deleuze-Gattery, dass sich wie auch immer der Schizo, die schizoide Struktur des Bewusstseins und des Unbewussten, also sozusagen des psychischen Apparats, die könnte sich als Antiproduktion quasi in den organlosen Körper einschreiben und damit sozusagen ein anderes Einschreibsystem entfalten. Und Artaud hat das quasi in gewisser Hinsicht antizipiert. Man ist sein Sohn, sein Vater, seine Mutter und ich. Und das ist gleichzeitig eine Form des Anschlusses wie auch der Auflösung. Der Schizo verfügt über Orientierungsmuster eigener Art. Das heißt, er verfügt zunächst über einen besonderen Einschreibecode, der sich mit dem gesellschaftlichen Code nicht oder doch nur zum Zwecke einer Parodie deckt. Da könnte man sogar Bezüge dann auch zu Judith Butler herstellen, die ja meint, man könne die Sexualität, die zugeordnete Sexualität parodieren. Und der Schizo ist quasi die Chance, den entsprechenden Codes, die Einschreibsysteme und die Einschreibordnungen, denen widerstreitet er, und wenn er sich ihnen anschließt, dann parodiert er sie. Dann geht es hier weiter. Der Wahn- und Wunschcode weist eine außerordentliche Geschmeidigkeit auf. Der Wahn- und Wunschcode, der ist eben sehr, also der ist, der wird, also alle, man könnte wirklich sagen, alle Gesellschaft versucht, das zu anzuschließen und gleichzuschalten und einzubauen und diese Geschmeidigkeit zu verhärten. Man könnte auch sagen, es ist auch die Sprache, die Sprache spricht, die könnte man da in diesem Kontext mit erwähnen. Hier wird ja auch von Code gesprochen. Man kann sagen, dass der Schizophrene entsprechend den ihm gestellten Fragen und im Zuge raschen Gleitens von einem Code zum anderen übergeht, alle Code durcheinander bringt.
dass er von einem Tag auf den anderen seine Erklärungen ändert, Genealogien fallen lässt, die Art und Weise, gleiche Ereignisse aufzunehmen, wechselt. Ja, dass er sogar, wenn er nicht irritiert ist, dem ihm aufgedrängten banalen Code des Ödipus zustimmt, stets aber bereit, ihn mit den Disjunktionen, die fernzuhalten, diesem Code aufgegeben ist, erneut zu füllen. Also den sozusagen intern quasi wieder aufzulösen. Er spielt mit dem, er kann so tun, als wäre er ödipal strukturiert. Er kann so tun, aber er wird sozusagen diese Fixierungen dann wieder eben auflösen. Und genau der Code des Ödipus hat den Sinn, diese sozusagen schizoiden Flüchtigkeiten des Unbewussten wie des Bewussten aufzuheben, fernzuhalten, ne? Sozusagen, wie es hier so schön heißt. Man könnte sagen, es ist eine Art Antwort auf Gesellschaftsmaschinen. Ich gehe jetzt erst nochmal wieder raus, das habe ich Ihnen ja vorgelesen. Es ist eine Art Antwort auf Gesellschaftsmaschinen, wie man versuchen kann, sich denen zu entziehen. Und ich würde an der Stelle nochmal auf Butler hinweisen, in gewisser Hinsicht, sie schließt an Foucault an, aber sie könnte auch an den Anti-Ödipus an dieser Stelle anschließen. Und also zumindest das so als eine Art Nebenbewegung, das ist bei Butler anders strukturiert, das ist klar. Sozusagen der Schizo, das Bewusstsein, sagen wir es andersrum, das Bewusstsein hat die Möglichkeit, sich diesen gegenüber den gesellschaftlichen Codes, diesen Einschreibungen in den eigenen organlosen Körper durch andere Einschreibungen ein Stück weit zur Wehr zu setzen. Und damit ende ich mit einem Zitat, das ich Ihnen doch nicht vorhalten wollte. Das ist nämlich Deleuze Gattery, zitieren aus Henry Millers Sexus. Henry Miller, 1891 bis 1980. Sexus, das Buch ist 1949 erschienen. Und das lese ich denn doch vor. Das ist, kann man zwar einfach so vorlesen, aber Sie dürfen da besser mitlesen. Das muss man sich doch etwas auf der Zunge zergehen lassen. Also Miller schreibt, er zitiert, also ich habe das Buch nicht und konnte nicht das Original, also sozusagen Original zitieren. Das ist also Secondhand zitiert. Obwohl ich nur wenig gelesen hatte, hatte ich doch die Beobachtung gemacht, dass die Menschen, die am meisten im Leben standen, die das Leben formten, die das Leben selbst waren, wenig aßen, wenig schliefen, wenig oder nichts besaßen. Sie fühlten keine illusionäre Verpflichtung für den Fortbestand ihrer Angehörigen und Anverwandten oder die Erhaltung des Staates zu sorgen. Auf diese hübsche Bemerkung berufen sich Deleuze Gattery mit dieser Tendenz, die ich da zuvor erläutert habe. Ja, damit bin ich am Ende und danke für die Aufmerksamkeit. Jetzt schließe ich mal hier mein Ding und nehme wieder meinen Kopfhörer. So, ja. Ja, vielen herzlichen Dank Ihnen, Herr schöner Mann. Genau, es ergibt, also hier ihr Zuschauer zu Hause könnt natürlich gerne noch Fragen und Anmerkungen in Chat schreiben. Es ergibt bisher eine Anmerkung von Ulrich Hermanns. Also das ist einfach nur ein Literaturhinweis. Er schreibt das auch sehr lesenswert. Das Buch die drei Ökologien.
von Gatteri ist. Ja, das ist ein wichtiger, durchaus wichtiger Hinweis, ist keine Frage. Aber ich konzentriere mich im Moment eben auf hier diese drei Werke, wobei ich eben die 1000 Plateaus außen vor gelassen habe. Das schaffe ich hier nicht mehr. Ja, ja, klar, also das ist es. Sind ja auch schon sehr umfangreiche Werke, genau. Klar. Naja, und also sie haben das, da, 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 das war auch auf keinen Fall als Kritik nö. Habe ich auch nicht so verstanden. Nur als kleine Ergänzung eben, dass dieses Buch eben von besonderem in Interesse sei, genau, für die Gegenwart. Genau, also ich kenne es auch nicht. Ich kenne es nur ganz flüchtig, also ich kann dazu auch nicht allzu viel sagen. Es geht sozusagen um Umwelt- und Sozialökologie und dann kommt noch eine dritte, die fällt mir jetzt im Moment auch gar nicht ein. Ja, also ich frag mich oft, ob die Lösung Katharine nicht eigentlich verkappte Schönerianer sind. Bitte? Was? Ob sie nicht eigentlich verkappte Stönerianer sind. Schönerianer? Schöner Manianer, nein. Stönerianer, also Anhänger von Max Stirner. Ach, Stirner. Ja, ah, so, ich habe das Stirner falsch verstanden. Ja, ja, also so, ja, ja. Ja, das glaube ich nicht so ganz. Stirner, sagen wir. Ja, ja, ich meine, alles klar. Also Foucault hat ja in seinem Vorwort zur amerikanischen Ausgabe des Anti-Ödipus so schön geschrieben, das ist ein Buch sozusagen, wie man verhindert, Faschist zu werden. Und es wäre sozusagen das erste bedeutende Buch über die Ethik. Das ist etwas überraschend, aber trotzdem, man kann eben sagen, es steht sicher mit 1972 irgendwo die traditionellen Hoffnungen auf den Fortschritt, wie ihn Marx sich vorgestellt hatte, waren fragwürdig geworden. Und jetzt suchen sie sozusagen nach anderen Anknüpfungspunkten, um gesellschaftliche Veränderung irgendwo noch mit einer Perspektive zu versehen. Und da stehen sie sicher. Und deswegen denke ich auch dieses Zitat von Miller, da sind sie schon ein bisschen einzuordnen in diese Tradition, die eben sozusagen die traditionelle Ethik über Bord wirft. Vor allen Dingen in der Literatur ist die ja durchaus weit verbreitet. Und also wo der Bösewicht plötzlich zum Helden wird. Und was man auch bei Sartre findet, und aber ansonsten bei allen möglichen, gerade bei Literaten, Bukowski, Charles Bukowski wäre so eine Figur. Und also da würde ich, die suchen im Grunde nach einem anderen Anker. Man könnte auch fast sagen, vielleicht, also es wird ja so nicht präsentiert, es ist ja nicht wirklich also es gibt keine Perspektive, wie sie Marx entwickelt hat, ne? Aber immerhin sozusagen so eine Art Hoffnungsanker. Die dominanten autoritären Systeme werden immer wieder an der, wie auch immer, flüchtigen Struktur menschlichen Geistes damit zumindest ihre Schwierigkeiten bekommen.
Man könnte das auch durchaus mit Lyotards mehr oder weniger Unterstellung vergleichen, dass die Sprache eben nicht kontrollierbar ist, in letzter Konsequenz. Und so ist, könnte man sagen, das Bewusstsein oder auch das Unbewusste eben letztlich nicht so einfangbar, wie es unter anderem auch eben die kritisierte freudsche Psychoanalyse quasi als affirmatives System verstanden, ja, wie es dann vor allen Dingen in der Ich-Psychologie in der Tat sich realisierte. Wie schafft man irgendwie es, dass die, wie auch immer, leidenden, unter Störungen leidenden Menschen doch produktive Mitglieder der kapitalistischen Gesellschaft werden, ne? Und dass diese mehr oder weniger, ja, diversen Methoden und Strukturen einen Gegner haben, den sie nicht einfach besiegen können, ne? Und daraus könnte man dann eben, ja, wie auch immer, innovative Impulse in der Gesellschaft hoffen, ne? Und die stammen dann eben nicht von sozusagen wohlorganisierten, entweder Kantianern oder Freudianern, sondern die stammen sozusagen von den Chaoten, ne? Da bleiben sie aber, denke ich, doch eher, also ja, man kann ihnen jetzt nicht unbedingt so diesen Individualismus von Stirner attestieren. Das da wäre, denke ich, da, sonst gibt es sicher eine Menge Parallelen finden, das ist keine Frage. Gerade in der Kritik an autoritären Strukturen, da ist der Einzige und sein Eigentum reich an vielen Elementen, ne? Und das kann man bei denen auch wiederfinden. Nur sind die doch eher Kommunitarier als Individualisten, ne? Dazu kommen sie so zu sehr aus der Kapitalismuskritik. Ja, klar, genau. Also sie, ich meine, das haben sie ja auch ja ausgeführt. Also dass sie das ich eben sehr stark kritisieren, aber das finde ich halt eigentlich auch bei denen genauso so ein bisschen den schwierigen Punkt. Also ja, das sind immer. Für mich hat es halt teilweise schon den Anschein, dass sie halt, also gerade auch im Anti-Ö-Ödipus, also bei der 1000 Platus, das ist ja schon ein bisschen da ist es ja eigentlich ein bisschen komplexer gedacht, also wie eigentlich das Verhältnis quasi zwischen Schizo und Gesellschaft ist, aber im Anti-Ödipus scheint es mir schon zu sein, genau, das ist die diesen Schizo ja sehr stark glorifizieren und ja eigentlich sagen, man soll quasi sich von diesem Wunsch freimachen, ein Ich sein zu wollen und es sich im ganzen diesen Strömen so hingeben. Ich meine, das und, ist oder, ja oder, auch, es ist ja auf eine witzige Weise auch analysiert, wenn man an dieses Buch von dem Precht denkt, mit in dem Titel Wer bin ich und wenn ja, wie viele? Ja. Das hat sich in gewisser Hinsicht dieses Verständnis, also Precht wäre dann so die Figur, die Verbreitung, also nachdem man irgendwie in den 70er Jahren massenhaft Selbstfindungsgruppen hatte, die sich jetzt neu erfinden oder neu oder eigentlich finden wollten, kommt danach dann irgendwann, dann ist der neurotische Intellektuelle, der orientierungslos bei Woody Allen in den Filmen vorkommt,
Naja, der ist jetzt so ein bisschen, das ist jetzt nicht mehr so sehr unser Problem. Wir wissen schon, es gibt solche Orientierungen nicht sinnvollerweise. Wir machen dann halt mal dieses und mal jenes. Ne? Und wir sind nicht nur eins, sondern wir sind auch widersprüchlich. Wir müssen nicht die von Arendt so gelobte, kantsche, konsequente Denkungsart, ne? die brauchen wir eigentlich nicht. Das gerade inkonsequent denken wäre dann das Gebot der Stunde und nicht sich sozusagen von dem großen Spruch, wer A sagt, muss B sagen oder so noch beeindrucken zu lassen. Das denke ich, hat sich ein Stück weit verbreitet. Ich glaube nicht, dass der Anti-Ödipus, jedenfalls nicht im deutschen Sprachraum, allzu groß dazu beigetragen hat. Im Französischen vielleicht stärker, keine Ahnung, das kenne ich nicht so gut. Aber eben, das ist halt dann schon Ausdruck eines veränderten gesellschaftlichen Verständnisses oder eines innerhalb der Gesellschaft, in Teilen der Gesellschaft verbreiteten Verständnisses. Es gibt genug Leute, die nach wie vor einen festen Glauben haben. Aber es gibt halt immer mehr, es gibt viele, die eben so etwas nicht unbedingt, die sowas nicht mehr haben und auch sowas gar nicht suchen. Ne? Genau, ja, klar, das finde ich auch die große Stärke an dem Buch oder ja an diesen ganzen Büchern, dass die ja sehr früh vielleicht sehr früh so einfach eine starke Tendenz einfach der Arktis-Gesellschaften beschrieben haben. Genau, aber da würde ich halt sagen, also mir kommt es ja teilweise so vor, dass diese Haltung, die ja heutzutage wirklich schon fast so massenhaft verbreitet ist, aber eigentlich auch gar nicht so kritisch ist. Also ich fand, sie haben das jetzt auch nochmal an diesem einen Punkt gut verdeutlicht. Also man will eben nicht mehr konsequent sein. Man denkt heute dies, morgen das, aber genau das macht die Menschen doch auch eigentlich wieder sehr manipuliert. Lieber eben genau von solchen Sachen wie der Corona-Politik, die ja eigentlich, also wenn man sie ja mal logisch zu Ende denkt, ja ganz widersprüchlich ist und auch also genau, also ich meine, das haben sie ja, glaube ich, auch kurz so angedeutet, also ja eigentlich genau auch schizophren ist in dem Sinne, was ja eigentlich auch Prämissen basiert, die völlig sich konsistent verhalten zu anderen Prämissen, die man in so anderen vergleichbaren Fällen so anwendet. Könnte man da nicht ja eigentlich so gar sagen, dass die Schizos eigentlich so heutzutage vollkommen integriert sind, weil wir eben eine schizophrene Gesellschaft geworden sind, also wo mal also so irgendwie auf der jeden Tag Hunderte von Flüchtlingen im Mittelmeer versinken und auf der anderen
Seite eben so gehe dran wird, als ob der Staat jeden Preis jeden Tod verhindern müsste. Also ich würde in einer Hinsicht widersprechen. Und zwar, also dass sozusagen die das Aufgeben, sagen wir mal, oder das Reduzieren, das Relativieren von Orientierung dazu führt, dass die Leute quasi manipulierbarer sind. Das kann durchaus auch der Fall sein, aber das ist nicht strukturell. So, das ist im Grunde das Argument, das quasi von religiöser Seite gegenüber dem Säkularismus angeführt wird. Sie bräuchten wieder religiöse Werte und dann wäre die Welt wieder in Ordnung. Das in einer Welt, in der man sagen kann, wenn jedenfalls die Leute, die irgendwie darüber nachdenken, deutlich erkennen, dass es keine absoluten Orientierungen geben kann, dann ist das eben die Antwort quasi, wir bräuchten autoritäre Orientierung. Und genau das war auch schon die Antwort der Religion auf die Säkularisierung. Und dass natürlich säkulare und ungläubige Verbrechen begehen, das ist damit nicht auszuschließen. Das hat es natürlich auch gegeben und nicht zu wenig. Und aber grundsätzlich würde ich sagen, auf der sagen wir mal, erkenntnistheoretischen Ebene kann man einfach sagen, sind absolute Orientierung, egal ob theoretisch oder praktisch, zur Illusion verkommen. Und die kann man nicht einfach wieder sozusagen fixieren und stabilisieren. Und so sitzt man halt in der Situation, wo Leute entweder da kann ich wieder auf Arendt verweisen, die reflektierende Urteilskraft, sich derer bedienen und andere, die bemühen sich nicht weiter drum und lassen sich treiben. Und das, ich denke, da ist beides einfach der Fall. Es gibt kein Patentrezept, mit dem man irgendwo die Humanisierung der Gesellschaft sicherstellen könnte. Ja, klar, also war wahrscheinlich nicht natürlich. Also ich will ja auch gar nicht dafür plädieren, dass man jetzt irgendwie einen neuen Autoritarismus jetzt quasi einführt. Beziehungsweise ich würde ja auch sagen, also ich meine, klar, also die Corona-Maßnahmen, diese Politik, ich meine, die waren schon sehr autoritär. Also, aber ich glaube, genau, also es so handelt sich nach meinem Gefühl um eine andere, also eben eine, sag ich mal, postmoderne Form von Autoritarismus. Also man hat gar nicht versucht gar nicht noch irgendwie wie wir die Nazis oder auch die kommunistischen Parteien irgendwie die Menschen in ja irgendeiner Form in quasi streng Sinne gleichzuschalten und ja irgendeine Form von so halbwegs geschlossenem konsistenten Weltbild zu vermitteln, sondern... Ja, ich meine, das haben sie schon, das haben sie schon gerade auf der Rechten. Ja, auf der Rechten schon, ja gut. Auf der Linken haben sie das in der Tat nur noch, auch in sagen wir mal, in sektenartigen Splittergruppen, da finden sie das noch, aber... Nein, man könnte durchaus sagen, ja, diese strukturelle
auf sich selbst Zurückgeworfenheit, dass wir auch immer postmodernen Menschen, hat vielleicht dazu auch beigetragen, dass dann plötzlich mit der Corona-Politik viele sich plötzlich jetzt, gibt es eine bestimmte Linie und jetzt ist alles klar, dass da wieder so ein Bedürfnis nach Gewissheiten sich breit gemacht hat und die eben wesentlich dazu beigetragen hat, dass wie auch immer gerade die Intellektuellen gekuscht haben und dass eben auch ganz viele gekuscht haben. Ja, genau, also klar, also ich habe auch den Sensor, so einer, genau, es gibt irgendwie beide Tendenzen, es gibt, aber ich glaube, das verspricht sich ja gar nicht, es gibt auf der einen Seite diese große Leere eigentlich oder, also vielleicht auch die Sehnsucht nach irgendwelchen Gewissheiten und dann, genau, aber ich würde sagen, diese Sehnsucht, die wird ja, ich habe ja vorhin, also quasi von den Herrschenden sozusagen, also natürlich die jetzt auch keine Einheit natürlich bilden, sondern ja, auch natürlich wieder sehr, sehr diffus sind, in verschiedene Fraktionen zerfallen, aber ja, es gibt ja schon irgendwie so Leute, die mehr Macht haben und weniger und genau, egal, also was ich sagen will, ist, die geben ja auch keine große oder versuchen gar nicht erst jetzt eine große Gesamtgewissheit zu konstruieren, also die würden ja auch sagen, ja, hier keine großen Erzählungen mehr, genau, wie es ist, es gibt quasi immer diese Partialerzählungen, die dann aber auch teilweise zu einer bestimmten Sachfrage wie jetzt Corona ja eine absolute klare Gewissheit vorgeben und aber der Witz ist genau, also die Leute, also wenn man sich mal anschaut, was die Leute über Corona glauben und so was sie zu anderen Fragen glauben, genau, und dann einfach mal die Leute damit konfrontiert, na gut, also wie Sokrates eben, na gut, du es sagst irgendwie bei Corona, dass die Wissenschaft die höchste Autorität ist, aber gut, irgendwie, was ich der und der fragt, bist du doch selbst der größte Kritiker der Wissenschaft so und hast ganz andere Ansichten. Das ist ja eigentlich so eher die Norm, das ist ja gar nicht, also die Leute haben ja überhaupt keine Weltbilder, genau, und aber der Witz ist, diese so Art der Kritik, die prallt eben vollkommen so an den Leuten ab, in der Regel, weil sie hier sagen halt, na, und, also quasi so. So ein bisschen, also sie haben gar nicht diesen Anspruch irgendwie. Ja, ich meine, es ist trotzdem wieder die Situation, wo man im Grunde sozusagen auf den Nonkonformismus und die Abweichung hoffen kann. Ne? Ja, klar, genau. Die auch verschiedene Formen annehmen kann. Ja, ja. Nee, ich würde ja auch sagen, also ich will ja gar nicht sagen, also ich glaube, man kann diesen Gestus des Schizo, den die Lösung Gatterie beschreiben, auch nach wie vor, also dem eine sehr kritische und subversive Wendung geben. Also ich sage ja jetzt auch nicht, dass das jetzt genau, aber ich glaube, man müsste es vielleicht auf die Gegenwart bezogen nochmal ja anders denken oder so. Also vielleicht, genau, also es gibt ja auch, ich weiß gar nicht, ob das nur von Deleuze ist oder ich glaube aber auch von Deleuze und Gatterie diesen späten Text über Kontrollgesellschaften. Ich weiß gar nicht, ob genau, so über die Kontrollgesellschaft, genau, Fragment über die Kontrollgesellschaft. Deuten Sie das ja selbst so ein bisschen an, in diesem kurzen, späten Text. Kontrollgesellschaft ist ja nun eine lange Klage. Und mit der Digitalisierung hat sich diese Klage im Grunde natürlich auch manifestiert und also sozusagen präsentiert als umso begründeter. Und auch irgendwo, naja, schwierig zu handeln, ist ganz klar, wenn man überhaupt mitmacht mit diesen Systemen und man kann ja gar nicht anders, jedenfalls unter bestimmten Tätigkeitsformen, dann ist man natürlich quasi überall der Kontrolle ausgeliefert.
Ja, genau. Hier der Text heißt Postskriptum über die Kontrollgesellschaft. Da Ja, ich habe davon beschreiben mal Sie das gehört, aber irgendwie. ich kenne ihn nicht. Genau, ja, genau. Ich glaube, dass Sie da, also es ist auch schon ein bisschen her, als ich den Text gelesen habe, aber ich glaube, das ist ein Stück weit ja auch nochmal, so eine Art Kritik rückblickend am Anti-Ödipus eigentlich, weil sie da ja auch sagen, okay, also praktisch damals, so hatten wir eben noch ein sehr simples Verständnis davon, dass Macht eben über Disziplin eben funktioniert, aber also so heute so haben wie wir es eben mit diesem neuen Typus von Macht zu tun, der eben als Kontrollgesellschaft eben bezeichnet wird. Also quasi, wo es eigentlich gar nicht mehr so sehr darum geht, dass die Menschen jetzt im klassischen Sinn eben einheitliche Sobje. Ich hätte eben sind, die eben diszipliniert sind, sondern genau, also sie können, also sie haben eigentlich sehr große Freiräume quasi auch zu Verhaltensweisen und sie werden halt eher in eben gesteuert, also durch, ich meine, man hat ja auch heute die Debatten zu Nudging und solche Sachen. Genau, also das ist ja, also man hat ja gerade in den letzten Jahren ja ganz viele neue Kontrolltechniken entwickelt. Genau. Aber gut. Ja, dann würde ich sagen, hören wir mal Genau. auf Ja, mit genau. der Wir diskutieren schon sehr offiziellen. lang. Und ich will nur noch einen Satz vorlesen, den Ulrich, also Hermanns, auch im Chat noch gepostet hat. Also der mir sehr gut gefallen hat. Also von Deleuze. Stil hat, wer in seiner eigenen Sprache stottern und stammeln kann. Von Deleuze. Sehr gut. Vielen Dank, Herr Hermanns. Und genau, einen schönen Abend noch. Bis nächste Woche. Ich sage auch Tschüss und bis nächste Woche.